Wie gesagt, ich habe das alles von dieser vom Strahlenschutzgesetz und von der Seite vom Amt. Da könnt ihr es gerne auch nochmal nachlesen. Und bei einer Strahlenexposition von über 8000 Millisievert, also über 8 Sievert, würdet ihr ohne Arzt innerhalb der nächsten Tage versterben. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jöran Felkner. Wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnerhalt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. In dem heutigen Video haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Röntgen bzw. Strahlenbelastung. Wir wollen ein bisschen aufdröseln, welche verschiedenen Röntgenaufnahmen welche Strahlendosis verursachen, vielleicht wie es in anderen Lebensbereichen aussieht, Stichwort Langstreckenflüge, und was es mit dem Bananenäquivalent auf sich hat. Wenn euch also das interessiert, dann bleibt gerne dran. Aber vorher würde ich euch noch bitten, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und euch unsere Inhalte gefallen, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Also, was haben wir für heute geplant? Ihr habt schon gehört, es geht um das ganze Thema Röntgenstrahlung und Strahlendosis. Und ich habe dazu mal ein bisschen die Seite des Bundesamtes für Strahlenschutz durchgeforstet und das Strahlenschutzgesetz, weil das natürlich ganz, ganz viele Zahlen sind. Aber ich probiere das für euch so ein bisschen runterzubrechen, dass ihr euch hoffentlich auch so ein bisschen damit relaten könnt. Und das versuche ich jetzt mal. Also, es ist erstmal so, dass für medizinische Anwendungen gibt es keine Grenzdosen im Prinzip. Warum? Weil natürlich, klar, wenn es ein Notfall ist oder ihr eine ganz schlimme Erkrankung habt, dann ist es natürlich so, dass die Strahlenbelastung erstmal zweitrangig ist, sondern da geht es ja um andere Themen. Was es aber schon gibt, ist für medizinische Berufe gibt es eine Strahlengrenzdosis, die man ungefähr einhalten sollte. Das sind ungefähr 20 Millisievert im Jahr. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Und was jetzt natürlich die Frage ist, so ein bisschen ist, wie hoch sind denn die einzelnen Dosen der jeweiligen Aufnahmetechniken? Da würde ich mal anfangen in der Zahnmedizin natürlich, am naheliegendsten. Und zwar als erstes mit dem Röntgen-Einzelbild. Also wenn ihr einen sogenannten Zahnfilm bekommt, wenn ihr beispielsweise eine Wurzelkanalbehandlung bekommt oder wenn nach Karies geschaut wird, also wirklich diese, was mit dem Tubus ist, diese Aufnahme, da sagt man im Schnitt, dass man ungefähr eine Strahlendosis und eine Strahlenbelastung dementsprechend von 0,004 bis 0,006 Millisievert hat, also für ein Bild. Dann als zweites, was ihr auch kennen werdet, ist das so eine Panoramaschichtaufnahme, auch genannt OPG, also die, wo man quasi 180 Grad also alle Zähne erfasst werden. Habt ihr bestimmt zum Beispiel vor Weisheitszahnextraktion bestimmt schon mal gehabt. Da rechnet man mit ungefähr 0,01 bis 0,015 Millisievert, also um den Faktor 10 ganz grob höher als ein Einzelbild. Und dann das sogenannte DVT, wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, also das 3D-Röntgenbild, was zum Beispiel gemacht wird, auch vor Implantation, manchmal auch bei Weisheitszahnentfernung, um zu sehen, wo der Nerv ist. Und oder auch vor einer Revisionsbehandlung, also bei einer Wurzelkanalbehandlung, um einfach nochmal die fein anatomischen Verhältnisse von so einem Zahn darzustellen. Da rechnet man ungefähr im Schnitt ungefähr 0,05 bis 0,25 Millisievert. Also ganz grob ungefähr Faktor 5, also 5 OPGs sozusagen. Ne? Also in der Reihenfolge, ganz klar, habt ihr schon gesehen, so ein Einzelröntgenbild ist innerhalb der zahnmedizinischen Aufnahmetechniken eigentlich. Also wir haben natürlich trotzdem den Grundsatz, dass man nur so viel wie nötig röntgt, ja. Aber es ist im Vergleich, werdet ihr hoffentlich gemerkt haben, schon sehr, sehr wenig. Also nur noch mal zum Vergleich, ein Röntgen-Einzelbild 0,004 Millisievert und so ein 3D-Bild 0,05. Also da liegt schon ein bisschen was dazwischen. Aber um das Ganze jetzt noch ein bisschen besser einordnen zu können, verlassen wir mal den Rahmen der Zahnmedizin und gehen mal in die Allgemeinmedizin. Also sprich, ein ganz klassisches Röntgenbild von eurem Brustkorb, also von dem Thorax. Da habt ihr ungefähr eine Belastung von 0,01 bis 0,03 Millisievert. Also ihr seht schon da, nicht ganz so hoch wie das 3D-Bild von dem Zahn, aber schon gar nicht so weit weg. Wenn ihr jetzt ein CT, das werden die meisten wahrscheinlich zumindest schon mal gehört haben, den Begriff. Ich weiß nicht, ob einige von euch das vielleicht schon mal hatten. Ein CT vom Schädel, da seid ihr ungefähr bei 1 bis 3 Millisievert, ja. Und mal als Vergleich dann, wenn man quasi einen Ganzkörper-CT, also der komplette Körper, seid ihr bei 10 bis 20 Millisievert. Also das müsste ich jetzt nochmal ausrechnen, welcher Faktor das ist, aber also Unmengen, ja. Also ein CT vom gesamten Körper, 10 bis 20 Millisievert. Eine 3D-Aufnahme vom gesamten Kopf, also dieses DVT, 0,05 bis 0,25 Millisievert. Also Einzelzahnröntgen vom Zahn mit Einzelröntgen vom Thorax, selbst da ist ein Faktor 10 dazwischen. Also da reden wir von beim Zahn 0,004 und beim Brustkorb 0,01. Also auch da, also ihr seht schon, wir sind in der Zahnmedizin mit unserer Strahlenbelastung doch relativ
gering, glücklicherweise. Aber es ist immer wieder wichtig, sowas zu betonen, weil ich ist natürlich auch sehr super, dass die Leute sich mehr mit dem Thema Strahlenbelastung und ihrem Körper und allem Möglichen beschäftigen. Das ist super. Aber was wir in der Praxis halt schon manchmal mitkriegen, ist, dass da manchmal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit so ein bisschen verloren geht. Wenn ihr jetzt das mal einordnet, werdet ihr, glaube ich, verstehen, warum mir das so wichtig ist, dass man drüber spricht. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, jetzt sind wir ja nur medizinisch, ja. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Langstreckenflüge. Ich hatte es eingangs im Intro schon gesagt. Einen Flug von München nach Japan, beziehungsweise von Frankfurt nach New York. Das ist immer so der Klassiker, der New York-Flug, ja. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Da ist die zu erwartende Belastung ungefähr 0,1 Millisievert. Also nur mal als Vergleich. Ihr merkt schon, die Zahl werde ich jetzt öfters nochmal sagen. Also ihr könnt euch entweder aussuchen, ob ihr von Frankfurt nach New York fliegt. Wie gesagt, das ist eine Strecke. Müsst ihr wieder zurück. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr entweder die Strahlenbelastung davon wählt oder ob ihr zum Beispiel zwei DVTs bekommt. Also zwei 3D-Röntgenbilder vom gesamten Kopf oder fast 10 Einzelbilder oder mehr sogar noch. Also ihr merkt schon, da ist, kann man dann überlegen manchmal, ob das wirklich so schlimm ist, wenn so ein Einzelröntgenbild gemacht wird. Was ich dann noch eingangs gesagt habe, war das Bananenäquivalent. Jetzt werden wahrscheinlich einige sich fragen, was meint der Mensch mit Bananenäquivalent? Eine Banane enthält ungefähr 0,4 Gramm Kalium. Und dieses Kalium enthält ungefähr 0,001%. Ja. von dem sogenannten Kalium-Isotop K40. Und dieses gibt ungefähr 12, also eine Strahlenbelastung von 12 Becquerel Beta- und Gamma-Strahlung ab. Und das wieder runtergerechnet hat also eine Strahlendosis dann von 0,0001 Millisievert. So, sagen wir es. Oh. Bevor ich jetzt weitermache und mich korrigiere, gucke ich nochmal. Nein, aber nur mal als Vergleich. Das heißt sozusagen, dass die Strahlendosis von 40 Bananen oder das Bananenäquivalent von einem Röntgenbild in der Zahnmedizin entspricht ungefähr 40 Bananen. Ja? Also ein Röntgen, 40 Bananen, Äquivalent. Ihr wisst Bescheid. Sicher, jetzt habt ihr das gehört. Aber ich fand es sehr spannend und wer da Lust hat, wir werden wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe das alles vom Strahlenschutzgesetz und von der Seite vom Amt, da könnt ihr es gerne auch nochmal nachlesen. Aber warum das jetzt nochmal wichtig war oder generell, warum wir diese ganzen vielen Zahlen, die wir, wie gesagt, euch hoffentlich eingeblendet haben, nochmal besprochen haben, ist, dass ihr immer so ein Gefühl dafür bekommt, okay, das ist die Strahlendosis, die dort passiert und ab wann gibt es überhaupt Schädigungen? Also man geht davon aus, und darauf gehe ich jetzt ein, werden wir wahrscheinlich auch nochmal einblenden, dass ab einer Strahlenexposition von 100 Millisievert, das ist sozusagen der untere Schwellenwert, an dem man davon ausgeht, dass ein Embryo potenziell also Schädigungen erfährt. 100 Millisievert. Dann bei 1000 Millisievert, also 1 Sievert, wenn ihr 1 Sievert Strahlung ausgesetzt seid, habt ihr bei dieser akuten Exposition auch akute Beschwerden wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen. Das klingt jetzt natürlich jetzt nicht so super spezifisch, aber ja, so ist es nachzulesen. Bei 2000 Millisievert, also sprich bei 2 Sievert, habt ihr bei einer akuten Exposition könnt ihr damit mit Hautreizungen rechnen. Bei dem ungefähr doppelten, also bei 3000 bis 4000 Millisievert, also 3 bis 4 Sievert, würdet ihr sterben nach 3 bis 6 Wochen, wenn ihr keiner ärztlichen Behandlung zugeführt werdet. Und bei einer Strahlenexposition von über 8000 Millisievert, also über 8 Sievert, würdet ihr ohne Arzt innerhalb der nächsten Tage versterben. Und jetzt können wir das ja alles nochmal, ganz viele Zahlen, wusch, ich stelle mir im Schnitt sowas vor wie bei der Matrix, wo dann die ganzen Zahlen so links und rechts vorbeischweben. Wenn ihr jetzt hoffentlich noch bei mir geblieben seid. Also, warum machen wir das Video? Nicht, um Strahlung irgendwie zu beschönigen und zu sagen, das ist alles gar nicht schlimm, macht mal 30 Röntgenbilder am Tag. Auf gar keinen Fall, das soll nicht die Aussage sein. Aber die Aussage soll sein, dass gerade in der Zahnmedizin ihr euch als Patienten, sage ich jetzt mal, ihr könnt euch da eigentlich entspannen. Ihr habt ja gehört, was die Werte sind. Bei uns gilt in der Medizin das ALARA-Prinzip, das hatte ich vorhin schon gesagt, so niedrig wie nötig. Also manchmal ist es so, da würde man in der Theorie gerne weniger Strahlung haben, aber es geht einfach nicht, weil die Aufnahme, die man braucht, halt einfach per se mehr Strahlendosis exponiert. So. Deshalb, aber das ist der Grundsatz, nach dem handeln auch alle Ärzte und Zahnärzte. Und deshalb, wenn euch euer Arzt, eure Ärztin das nächste Mal gerne einen Zahnfilm machen möchte, also einen Röntgen von eurem Zahn, dann könnt ihr zumindest entspannt euch zurücklehnen, hoffe ich, nach diesem Video und sagen, okay, in der Summe ist es schon irgendwie verhältnismäßig klein. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, was wichtig ist. Aber ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen jetzt für euch die Zahlen sortieren, habt so ein bisschen Gefühl gekriegt, okay, wie schlimm ist es eigentlich, wie viel ist es,
wo kriegen wir vielleicht auch noch sonst Strahlung, an die wir gar nicht primär denken? Weil natürlich denkt jeder immer erstmal bei Strahlenexposition an die ganz krassen Events wie Tschernobyl, klar, aber daneben an sowas wie Zahnarzt, Arzt und ja, aber eben auch bei Langstreckenflügen und allem setzen wir uns dem aus. Und das sollte man immer so ein bisschen im Kopf behalten. Von dem her, ja, bin ich total gespannt, wenn ihr in den Kommentaren mir sagen könntet, ob euch das so bewusst war, habt ihr euch damit schon mal so im Detail auseinandergesetzt? Also habe ich euch alte Kamellen erzählt oder war das für euch eigentlich total neu und spannend? Und hättet ihr es so eingeschätzt? Und ja, wie sind da eure, ja, was ist da so eure Erfahrung, eure Meinung? Schreibt es doch gerne rein und dann würde ich mich für heute erstmal verabschieden und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.